Zusammen und schönen guten Tag. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der Virtual Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zu Business machen. Und heute bin ich im Gespräch mit Jasta Phoenix. Und zwar, hi Jasta. Hi. Hi. Und es geht um das Thema Slow Business. Und ich wollte, bevor wir Jasta zu Wort kommen lassen, einfach ein bisschen Hintergrund anbieten für diejenigen, die Jasta vielleicht noch nicht kennen. Ich kannte sie auch noch nur virtuell vor dem InspiCamp in Bonn. Wann war der InspiCamp? Das war vor einigen wenigen Wochen, oder Jasta? Anfang Oktober, glaube ich. Genau vor einem Monat. Genau. Und zwar, ich habe Jasta dort gesehen und sofort wieder erkannt. Überhaupt nach dem InspiCamp ist wie herumlaufen und ganz viele Leute, die man sonst nur in Facebook zu sehen, plötzlich wecken sie in 3D, in live und echt und die riechen gut und sie sehen gut aus und Jasta ist keine Ausnahme. Sie ist auch eine ziemlich große Frau. Ich habe, glaube ich, zu dir ein bisschen aufgeschaut. Jasta, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Du bist größer, als ich dachte. Echt? Also ich bin ja bei uns zu Hause die Kleine, meine Frau ist 1,90, daher bin ich die kleine Mama mit nur 1,80. Ja, ich bin eine 1,60, da bist du natürlich groß, da schaue ich zu dir auf. Und ich bin zu Jasta hingegangen und ich habe gesagt, Jasta, ich sehe dich immer auf Facebook. Also entweder über Sponsored Ads oder über Videos und Sachen. Und ich habe mir aufgeschnappt, wofür du stehst, nämlich für Slow Business. Aber was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist denn Slow Business überhaupt? Heißt das, dass man irgendwie bewusst langsamer vorgeht als die anderen? Man kennt das ja aus dem Slow Food und was gibt es andere für Slow Bewegungen, Jasta? Slow Travel zum Beispiel. Slow Travel. Also, genau. Ja. Und jetzt gibt es Slow Business. Slow Business. Und ich habe Jasta hat gefragt dann, Shalia, was stellst du dir darunter vor? Und ich habe gesagt, ja. Ich denke, dass vielleicht hat es damit zu tun mit organisches Wachstum in deinem Business, eine gesunde Entwicklung nach vorne und solche Sachen. Und wir haben einfach gedacht, heute reden wir ein bisschen drüber, was Slow Business heißt aus Jasta's Perspektive. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, was für mich an Slow gut finde. Und wir werden auch heute in dem Video darüber reden, wie du dein eigenes Business-Rhythmus findest und wie du in deinem Geschäft nachhaltig dabei bleibst und wie du dich in einem für dich richtigen Tempo weiterentwickelst. Genau. So, Jasta, klär uns bitte auf, was ist denn Slow Business denn überhaupt? Also ich glaube, für mich, ich kann ja für mich jetzt nur sprechen, ich habe mit Slow Business Coach eigentlich das geschaffen, was ich damals gesucht habe und nicht gefunden habe, und zwar in Slow Business, also eine Business-Begleitung, die eben nicht nur auf die Zahlen guckt, auf schneller, Dollar, höher, weiter, noch Dollar, und die auch mich als Person mit einbezieht. Also die eher auf die Qualität des Businesses guckt, als nur auf die Quantität. Und das ist eigentlich das, wofür diese ganze Slow-Bewegung für mich steht. Ja, ob die unbedingt langsamer ist, ich glaube, das ist jeder Person selbst überlassen. Ich bin auch eine Person, mitunter bin ich alles andere als Slow. Weil bei mir sind es eben Phasen, bei mir ist es ein Rhythmus. Du hast vorhin das Organische genannt, das kommt dem sehr nahe. Also, dass du dich einfach bewusst, was Qualität für mich bedeutet, ist eben eine bestimmte Tiefe der Dinge. Also nicht nur weit zu springen, ganz viele Angebote jetzt auf den Markt zu bringen, sich ganz schnell weiterzuentwickeln, alles mitzumachen, eher nach draußen zu gucken, als wirklich dich mitzunehmen, weil im Business, wir sind unsere wertvollste Ressource. Und wenn wir uns nicht mit einbringen, wenn wir auf uns nicht achten, wenn wir nicht so arbeiten, dass wir uns lange nachhaltig erhalten bleiben in unserem Business, dann gibt es auch keine Nachhaltigkeit in unserem Business. Und Slow ist in dem Sinne nicht unbedingt nur gemeint, langsam zu machen, weil das netter ist und entspannter ist, sondern weil Slow für mich der Qualitätsgarant einfach ist. Wenn ich Slow angehe, im Sinne von achtsam, im Sinne von behutsam, dann gucke ich immer wieder, dann checke ich immer wieder nach. Also was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich daraus gelernt? Was ist der nächste Schritt für mich daraus? Wo stehe ich jetzt? Wie haben sich meine Werte und Visionen zum Beispiel auch verändert? Oder wie funktioniere ich überhaupt? Arbeite ich überhaupt auf meine Art und Weise? Das ist ja das, wo ich mich drauf konzentriere in meiner Arbeit, dass ich die Menschen bei ihrem täglichen
wie begleitet. Also das kann Selbstmanagement, Ideenmanagement, Zeitmanagement, Projektmanagement, die Sachen sein. Das, wo wir irgendwie immer denken, ja, ich weiß schon irgendwie, wie es geht. Ja, ich mache irgendwie. Und sich dafür eben auch vor allem mal die Zeit, schon wieder Zeit, zu nehmen, da einfach mal intensiver zu gucken und nicht einfach vorzupreschen, ganz schnell, ganz doll, ganz weit. In ganz kurz ist das, was für mich slow bedeutet, aber natürlich auch, was du gesagt hast, stimmt total. Ja, also was auch immer dein Gefühl dafür ist, was ist für dich die Qualität in deinem Business? Und das nicht aus den Augen zu verlieren, gerade wenn es so viele Möglichkeiten, so viele Impulse, so viele Ideen gibt in uns und um uns herum, da immer wieder runterzubrechen, runterzukommen. Was ist hier die Essenz des Ganzen? Was ist mir hier dran wichtig? Was ist für mich der Sinn in meinem Business? Und wie kann ich das mit dem Vergnügen zusammenbringen? Weil für mich ist das glückliches Arbeiten eben genau diese Kombi. Ja, ja. Und ich denke, das, was du, wofür du stehst, just da ein Bedürfnis ist von vielen und es entspricht der heutigen Zeitgeist und zwar von der anderen Seite her betrachtet. Also wir beide haben mit Online-Marketing viel zu tun, sind online viel unterwegs und was ich immer wieder höre von meinen Kunden und die Leute, die mir folgen auf diversen Weisen, E-Mail-Liste und Facebook-Gruppen und sowas, meine herzgetriebene Solopreneure, ist, dass sie sagen, sie können das nicht mehr hören mit diesem Höre schneller weiter. Das stresst sie im Inneren. Sie freuen sich, wenn andere Leute sie outen als Menschen, die ebenfalls das in Frage stellen. Also so quasi diese allgemeine Aussage noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr einfach sagen, okay, stopp. Ist noch mehr für alle immer das Richtige oder nicht? Also ich glaube, du sprichst diese Zeitgeist an und du sprichst ein persönliches Erkenntnis an mit dem, was du gesagt hast, wo ich verstand vor etwa 2 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, wo ich begonnen habe, mich ebenfalls auf eine Reise zu machen, zu einem Business, was von innen heraus gestaltet wird. Und zwar, ich war auch auf diesem schneller, höher, weiter Ding. Genau. Und ich weiß noch, ich hatte ein Coaching mit meinem Coach damals, Nicola Burt, und ich bin zu ihr nach London geflogen, zu Woking, was ich gar nicht vorher kannte, so richtig so Farmland mitten im Nirgendwo, und bin zu ihr nach Hause im Wohnzimmer gesessen und ich habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich renne schnell in eine Richtung, aber ich weiß nicht warum und wohin. Und what the fuck am I doing? Ja, also und ich glaube, es geht vielen so. Dieses Anhalten und Reflektieren, dieses nicht sich aufwirbeln lassen von all dem, was da draußen passiert und wirklich bei sich zu bleiben. Das ist das, was ich höre, wenn du sprichst. Also einfach bei sich bleiben, bei meinen Werten, bei meinem Warum, bei meiner Freude, meinem Flow. Das ist das, was ich höre aus dem, was du sagst. Nee, das stimmt doch. Und ich finde gerade auch sehr spannend, was du gesagt hast, weil ich glaube, die Schwierigkeit daran, immer wieder mal Punkt zu machen, immer wieder mal bei dir einzukommen, einzuchecken, ob das durch einen Coach ist oder mit Freunden oder von dir selber, das ist vollkommen unabhängig davon übrigens, wie erfolgreich du bist. Ja, also du kannst unerfolgreich sein, du kannst das Einkommen nicht erzielen, was du möchtest, wenn wir Erfolg jetzt mal ganz kurz so definieren. Dann hast du noch mehr Angst, ich kann jetzt nicht Pause machen und mich auf mich konzentrieren hier, ich muss hier noch mehr machen, ich muss noch mehr machen, damit irgendwer kommt. Mhm. Auch wenn wir irgendwo im Hinterkopf wissen, dass es Blödsinn ist, ja, dass dieses höher, schneller, weiter das nicht bringt, wir machen es jetzt die ganze Zeit und ob wir Erfolg haben, ist nicht unbedingt davon abhängig, wie viel wir arbeiten, sondern was wir machen da drin. Ja, also wieder dieses Qualität, Quantität. Und auch wenn du erfolgreich bist, ich habe auch ganz viele Leute, die zu mir im 3., 5. Jahr der Gründung kommen, die losgegangen sind mit diesem Gedanken, naja, ich mache mich selbstständig, da muss man halt doller, da muss man halt schneller machen, da muss man auch ein Wochenende, darf man keinen Urlaub machen. Und dann irgendwann merken sie, also A, wenn ich dieses Tempo beibehalte, fahre ich gegen die Wand. Also dann bin ich im Burnout.
B, wenn ich aber langsamer mache, werde ich dann nicht wieder unerfolgreicher, falle ich dann nicht wieder zurück in die roten Zahlen. Ich habe mich gerade so an Land gerettet, ich habe gerade so einen guten Kundenstamm, so läuft es prima, ich muss das ja irgendwie auch erhalten. Und aber irgendwie das Gefühl haben, ich kann doch jetzt nicht langsamer machen, das geht doch nicht. Aber wenn ich so weitermache, geht auch nicht. Also oh mein Gott, was tue ich? Mhm. Weil man kann nicht, was mein Vorschlag wäre immer, ist, bei jeder Gründung musst du selbst auch drin vorkommen und musst du in dem, wie du deine Visionen und Werte einschreibst in dein Businesskonzept, musst du auch irgendwo drin vorkommen, wie dein Arbeitsvertrag mit dir selbst, weil dieses, ich arbeite erst weniger, wenn ich erfolgreich bin, das wird nie passieren. Ja, dieses später, wenn genug ist ein Verarscher, sag ich immer, es wird genug sein. Und wenn dann irgendwann auch dein Business so riesengroß geworden ist und du da drin aber dich nicht mehr wiederfindest, weil deine Arbeitsmethodik, deine Selbstkenntnis einfach irgendwo unterwegs verloren und verschütt gegangen sind, du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, ja, es gibt verschiedene Punkte, an denen wir stehen können, sagen können, hey, was ich eigentlich brauche, ist ein Rhythmus, weil ich kann nicht einen Plan machen, der alles umfasst, der alles einfängt. Das gibt's nicht. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist immer dieses. Das Leben ist einatmen, ausatmen. Selbst unser Herz schlägt mal hoch, mal runter. Das ist nie still, dann wären wir tot. Und trotzdem haben wir immer so ein Bild, alles muss gleich bleiben. Also der Erfolg muss gleich bleiben, die Intensität unserer Arbeit muss gleich bleiben. Wenn es doch viel natürlicher dieses ist, ich glaube, was du vorhin auch meintest mit organisch, ne? Es gibt immer diese Bewegung drin und das ist für die meisten von uns schwer auszuhalten, weil wir wirklich diesen Blick haben, oh, morgens arbeite ich immer ganz viel, dann schaffe ich ganz viel, nachmittags schaffe ich nichts mehr. Bitte, Jester, bring mir bei, wie ich auch nachmittags genauso viel schaffen kann wie vormittags. Das ist so, als wenn mich jemand fragen würde, Jester, ich möchte nur noch einatmen. Ausatmen nicht mehr, ich möchte nur noch einatmen. ich denke, nee, du schaffst morgens so viel, weil nachmittags deine Low-Zeit ist. Und das ist okay, das gehört dazu. Das ist der perfekte Rhythmus. Du hast doch deinen Rhythmus schon gefunden. Das ist das Leben. Und ich glaube, davon wegzukommen und davon für dich Frieden zu schließen, mit dem, wer du einfach mal bist als Mensch und es wirklich im Frieden schließen, weil die meisten so das Gefühl, die kämpfen die ganze Zeit gegen sich. Ja, ich muss mich dazu kriegen mit Disziplin und meine Schweinehunde besiegen und ich muss doch jetzt mal ranklotzen und ich muss mich überwinden. Ich bin stolz drauf, wie ich mich überwunden habe. Ich weiß nicht, warum man darauf stolz sein sollte, ja. Aber ich glaube, da dann für dich zu finden, so funktioniere ich und so baue ich mich ein in meine Arbeit, ja, oder baue meine Arbeit drumherum, ja, was ja noch viel besser ist. Aber diesen Rhythmus zu finden zwischen, hier bin ich, so funktioniere ich, das tut mir gut. Entweder, es gibt ja auch umgekehrt Menschen, ja, ich habe es vorhin mit dem morgens, nachmittags, die zum Beispiel im Frühjahr, Sommer immer durchklotzen, neue Projekte, neue Launch und dann wirklich so im Winterschlaf gehen im Herbst, so runterfahren, im Winter gar nichts machen oder in die Sonne fliegen für ein paar Monate und im Frühjahr wieder loslegen. Das kann auch ein Rhythmus sein. Ja. Und ich glaube, da uns zu erlauben, überhaupt erstmal zu fragen, was passt zu mir und dann die Antwort auszuhalten und dem zu vertrauen, dass das wirklich das ist, was uns trägt. Ja, wie im Wasser. Wenn du rumschlägst, gehst du unter. Wenn du dich einfach treiben lässt, gehst du schon mal nicht unter. Ja, und wenn du noch schwimmen kannst, ist noch toller. Ja. Weil wenn du erwartest, dass du auf dem Wasser läufst und denkst alles an weniger als das, dann gehst du unter. Ja, ja. Das ist jetzt ich habe die Metapher gerade aus dem Hut gezogen, aber ich hoffe, es ist klar, was ich damit meine. Also mit dem, was da ist, mit dem, was du kannst, mit dem, was um dich herum ist, ja, das geht ja nicht darum, dass du zum Rücken zur Welt sagst, ich bin jetzt halt so, ich mache so. Das ist natürlich nicht immer möglich. Das ist auch okay. Darum geht es auch gar nicht. Aber umarme das mit. Gebe von dir aus und nicht von der Welt, wie kann ich mich der Welt anpassen, sondern guck, wo bin ich und wie kann ich das zusammen passend machen? Wie kann ich das in gute Balance bringen? Ja, und lass uns da in Richtung dieses Rhythmus noch weiter eintauchen. Und ich würde gerne meine Sicht einfach mit dir teilen, was ich in letzter Zeit sehe, ganz klar für mich. Und zwar, ich war über Jahre, ich würde sagen, die ersten 14 Jahre meiner Anstellungszeit gehörte ich eher zu den Workaholics, ja. Aber nicht, weil ich das Work wegen so gerne arbeiten wollte, sondern ich wollte anderen Menschen gefallen. Ich wollte bei meinem Chef gut ankommen, bei meinen Kunden gut ankommen. Ich wollte ein Teamplayer sein, mitziehen mit den anderen. Und ich bin deswegen quasi in diese Fehlarbeit reingestürzt. Und
wahrscheinlich auf dem Weg am Burnout erlebt und all das. Und ich bin da ausgestiegen aus dieser Agenturwelt. Und schau her, es hat nicht lange gedauert nach einem Sabbatical und dann wieder Einstieg nach der Coaching-Ausbildung. Alles war wieder langsam und toll und auf mich abgestimmt. Aber dann war mein Fokus auf Erfolg und ich bin irgendwann mal in diese Modus wieder reingeraten, so workaholic-mäßig in meine Selbstständigkeit, oder? Und das hieß dann abends arbeiten, am Wochenende arbeiten, also quasi ständig am Arbeiten sein. Und heute sieht das bei mir ganz, ganz anders aus. Also ich mache seit jetzt fast mittlerweile 2 Jahre einmal im Monat eine freie Woche. Ich gucke in Richtung nächstes Jahr, dass ich mehr runterschraube mit den Stunden in den Wochen, wo ich arbeite. Und so Sachen also sind auf dem Schirm. Und doch, und jetzt sind wir bei dem Thema Vertrauen des eigenen Rhythmus. Das eine ist, anzuhalten und zu reflektieren, was passt aktuell zu mir. Und ich sage das ganz bewusst, weil das, was mir in diesem Jahr für einen Rhythmus ansteht, ist vielleicht nächstes Jahr eine andere. Vielleicht habe ich ein Jahr, wo mein Tempo total schnell ist und in einem anderen Jahr bin ich auf Entschleunigung. Ich glaube ganz stark mittlerweile an dieses Wisdom in the Moment, Weisheit im Moment. Genau. Also nicht, ich bin ein Typ, der ackert im, keine Ahnung, Sommer und Frühling und dann Winter mache ich Pause für immer. Vielleicht geht das 3-4 Jahre so und dann habe ich andere Bedürfnisse. Das Anhalten ist die eine Sache, das Reflektieren und Schauen, was brauche ich gerade für mich. Das andere ist, in dem Vertrauen zu sein, dass das okay ist. Und zwar, ich gebe dir ein Beispiel, wo ich gehadert habe in den letzten Wochen und Monaten. Ich hatte nämlich nach August und September so quasi begann so ein Gefühl bei mir einzutreten, wo ich gedacht habe, puh, ich bin nicht so motiviert, ich bin nicht so schöpferisch, ich kann gerade nicht mehr so viele Dinge anschieben, ich habe ganz viel Zeit weg von meinem Schreibtisch verbracht, einfach auch, weil mir die Energie und Kraft gefehlt hat. Ich hatte auch teilweise eine längere Zeit eine körperliche Situation, eine Erkrankung und so Sachen. Und dann war Oktober dort und ich habe immer in meinem Kopf gesagt, aber im Oktober, wenn Oktober kommt, dann ackere ich wieder ran an die Sache. Oktober war da und ich habe mich immer noch nicht gefühlt danach. Und jetzt, das war schwierig für mich, weil ich konnte eine gewisse Zeit zulassen, dass das okay war, wo ich in meinem Rhythmus bin und wo ich quasi in eine Erntezeit komme nach der schöpferischen Phase. Aber ich hatte in meinem Kopf eine Vorstellung, die darf nur so lang sein und dann geht es und nicht mehr. Dieses Vertrauen zu schaffen, zu sagen, okay, so lange wie das geht, ist auch gut so. Und mich nicht zu peitschen und zu bewerten dafür, dass es gerade so ist, sondern diesen natürlichen Rhythmus zu umarmen, ist für mich gerade eine Herausforderung. Wie siehst du das mit dir und mit deinen Kunden hinsichtlich dieses Vertrauen auf dem, was gerade sein möchte? Ja. Also ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Also das eine ist, was ich immer sage, wie kommst du überhaupt dazu zu glauben, dass irgendwas immer gleich sein muss? Wann in deinem Leben war je irgendwas gleich? Ja. Und dann überlegen die meisten und denken, ja, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sollen rauskriegen, wie es funktioniert. Ja, wie in der Schule, richtig und falsch. Und so macht man's. Und alle sind ständig auf der Suche nach diesem, so macht man's. Und dann haben wir einen Plan und haben wir einen Jahresplan und ein Ziel und so weiter. Und dann passiert das Leben. Und wir haben dann ständig das Gefühl, statt zu sagen, ach, guck mal, vielleicht funktioniert das Plan nicht, haben wir das Gefühl, ach, das Leben kam mir in die Quere. So viele Faktor X und alles ist passiert, alles ist anders gekommen. Das ist doch nicht der Ausnahmezustand, das ist doch der Normalzustand. Ja, also im Plan geht es ja nicht darum, dass wir unsere Zukunft voraussagen, es geht darum, dass wir uns bereit machen. Ich glaube, in diese Richtung möchte ich gehen. Und ich glaube, wenn wir das zurücksagen und sagen, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wie es kommen wird. Und was du gerade gesagt hast, das Einzige, was ich kontrollieren kann, was ich messen kann, ist gerade jetzt. Wo stehe ich jetzt? Und umso öfter du das tust, umso öfter du für dich ein Check-in machst mit einem Fragezeichen dahinter, mit einer Frage, wo bin ich jetzt gerade? Was habe ich gelernt? Wo möchte ich ungefähr hin? Wie kann ich das, was ich gelernt habe, auf den Moment jetzt anwenden? Ja, also welche
Transferable Skills habe ich mir angeeignet, ja, im letzten Lehrstück. Und wie übernehme ich die jetzt für die nächste Situation, das nächste Projekt? Das ist das Einzige, was konstant bleibt. Und ich glaube, das ist, was ich Leuten immer beibringe oder sie darin begleite, für sich da einen Check-in-Rhythmus einzurichten, weil das ist das, worauf sie vertrauen können. Nicht, dass alles so kommt, wie sie denken oder wie sie es vorausplanen können und kontrollieren können, sondern dass egal, was kommt, es dafür erstmal eine Struktur gibt, die auch immer wieder in Frage gestellt wird, die das erstmal auffängt. Dass da erstmal eine Frage ist, wir gar nicht davon ausgehen, ja, jedes Jahr ist gleich, ich mache das immer so. Wir hätten das gerne und wir hätten gerne so eine Gewissheit, weil wir denken, wir sind nur professionell, wenn wir alles unter Kontrolle haben. Und ich glaube, obwohl wir genau wissen, das ist nicht so, das geht auch gar nicht so, wird uns ist die ganze Zeit gesagt, du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du nicht ein Ziel hast, einen Plan und los geht's. Das sind Werkzeuge, die sind wichtig. Ich will gar nicht sagen, dass Pläne unwichtig sind oder dass du nicht wissen solltest, was du möchtest. Ja, aber das bereitet nur dich vor und nicht die Zukunft. Und dann geh mit dem los, was du gesagt hast. Ja, bleib immer wieder im Moment, check immer wieder ein, ob das einmal am Tag ist, dass du meditierst oder morgens deine Morgenseiten schreibst. Ich mache das einmal die Woche. Montag ist bei mir mal morgens die ersten paar Stunden Check-in. Wo stehe ich? Was brauche ich? Was steht an? Wo geht's hin? Ich mache es auch einmal im Jahr natürlich. Ich mache es auch einmal im Monat, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe. Ich mache einmal im Monat, gehe ich in den Wald. Das ist mein Strategietag. Ich wandere dann eine Strecke mal so zwischen 10, 20, 25 Kilometer und laufe mit Fragen los und beantworte die wieder. Das ist das, was mich hält. Der Rest ist, es gibt überhaupt, glaube ich, gar keine Struktur bei mir, außer diesem Strategietag, außer diesem Check-in und dann jahresgeburtstagsmäßig, wie alle das irgendwie machen, nochmal gucken, wie richte ich mich aus, wo war ich jetzt? Und ich glaube, nach diesem Rhythmus zu gucken, heißt nicht, so ist das immer, sondern es geht danach zu gucken, was für einen Rhythmus habe ich, der das immer wieder auffängt, was gerade passiert. Ja, also ich, während du sprichst, ich bemerke bei mir, es gibt zwei Dinge, die ich unbewusst mache. Das eine, ich mache auch dieses Check-in, aber ich mache das nicht bewusst mit einem geplanten Tag oder sowas, sondern was ich merke ist, je weiter ich fortschreite auf diesem bewussteren desto öfters kommt mir das Gefühl halt jetzt an. Also, so weiß ich, so ein Impuls, der gerade sagt, hoppala, du bist gerade wieder im Schnellrennen in eine Richtung, wo du nicht weißt, wofür und warum, wohin. Mhm. Jetzt wäre gut Zeit, da innezuhalten und zu schauen, was gerade ist. Also, es kommt einfach so von alleine. Das zweite ist, wenn ich über mein gesamtes Leben zurückblicke, ich kann sehen, dass immer diese Zeiten, wo es quasi, du machst das so gerade vorhin, ne? Auf und ab ist irgendwie, wir sind wahnsinnig produktiv und schöpferisch und generieren Umsätze und bedienen Kunden. Und das andere ist, wir regenerieren uns oder wir ernten das, was an Arbeit geschehen ist, jetzt runter, ja? Das zurückblicken kann ich immer sehen, dass diese Runterphasen zu den nächsten Hochphase geführt hat. Genau. Und ich könnte natürlich aus diesen Referenzerfahrungen der Vergangenheit das Vertrauen lernen davon. Mhm. Das ist das eine. Das nächste Thema, was ich schauen möchte, ich schaue mal ganz kurz auf der Zeit. Ah, wir haben noch 6 Minuten locker. Und zwar, ich möchte über etwas, was du zu Beginn gesagt hast, aufgreifen. Du hast sowas in die Richtung gesagt, es ist nicht entscheidend, ob man schnell oder langsam vorangeht. Und das hat mich erinnert an das Jahr 2016. In meinem Business, ich war im Innen slow. Das heißt, mein Gehirn war nicht voll mit irgendwelchen Gedanken, Sorgen, Angstkarussells. Es war, meine Gedanken waren friedlich. Ich habe immer das Bild von einem Schneekugel. Also das eine ist, wenn du diesen Schneekugeln schütteln würdest und der ganze Schnee würde sich überall verbreiten. Kennst du den Zustand? Ja. Und wenn du den Schneekugel auf den Tisch stellst, dann geht er einfach mal so langsam der Schnee runter und du siehst das Bild klar vor dir, was ansteht. Und ich würde sagen, überwiegend 2006 stand im Zeichen von Schneekugel auf dem Tisch und nicht aufgewirbelt. Ja? Und ich habe in dem Jahr, weil ich im Innen so slow war, so richtig slow und klar und alles snow war settled, ich war produktiver und erschöpferischer als jemals zuvor. Das heißt, im Außen hat es so ausgeschaut wie, Shelia hält ein Webinar nach dem anderen, Shelia bringt ein Programm nach dem anderen raus, Shelia gewinnt einen Kunden nach dem anderen, whatever, ja.
Und das möchte ich wirklich differenzieren, um auch darauf zurückzukommen, was du zu Beginn gesagt hast. Weil die Slow hat im Innen hat nicht unbedingt mit dem mit der Geschwindigkeit im Außen was zu tun. Ganz genau. Also das ist, was ich meinte, weil dieses Slow ist ja nicht allein dafür da, damit du langsamer machst, weil man das so macht, sondern dadurch, wie du gesagt hast, du warst slow drin, dadurch konntest du ganz viel Qualität nach außen produzieren. Mhm. Ja, es hat dir eine Klarheit, es hat dir einen Fokus gegeben. Das war eine Zeit, also wenn ich jetzt mal sagen würde, der beste Zustand, ja, du warst slow drin, es gab alle Prozesse, waren irgendwie klar, du konntest produzieren. Dann irgendwann haben wir alles produziert, was es zu produzieren gibt. Dann stellen wir Dinge wieder in Frage, gehen in den nächsten Lernprozess rein. Da sieht alles aus wie diese Kugel, sieht aus wie es passiert gar nichts. Im Außen sieht es aus, wenn, ja, Sherry ja macht Urlaub ein ganzes Jahr vielleicht, ja. Aber da passiert ganz viel in dir drin. Und erstmal sieht es so aus, als wenn es nur Chaos ist, als wenn es nirgendwo hingeht, als wenn du gar keine Ahnung hast, keine Antworten hast und so die Zeiten der Fragezeichen, nenne ich es immer. Und für die meisten von uns ist das ganz schwer aushaltbar. Ja. Ja? Dieses berühmte, du kannst nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn du nicht immer wieder mal das Ufer aus den Augen verlierst. Wie, ja. Mhm. Aber das ist so wahnsinnig schwer auszuhalten, wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Ist es so, ja. Mit die reichsten Zeiten, die gehören einfach genauso mit dazu. Das ist gar nicht unten im Sinne von schlimm. Das ist einfach, wir gehen wie in Winterschlaf, ja. Wir gehen wie beim Sport, sage ich auch, die Muskeln wachsen dann, wenn wir in der Ruhephase sind. Das ist dann, wenn Zeit ist, wann sich Dinge neu ordnen bei uns. Mhm. Wenn du diese Ruhephase innerlich hast, dann passiert da gerade einfach nicht viel. Also da verändert sich nicht viel. Du bist gerade klar, alles, stellen sich keine Fragen, du bringst nach außen. Irgendwann ist das aufgebraucht, dann gehst du wieder rein, wie du gesagt hast, nach außen hin machst du nichts, aber in dir passiert ganz viel. Du wächst, du stellst dir Fragen, du rüttelst, du schüttelst deine Schneekugel gerade ohne Gleichen. Du schüttelst 5 Schneekugel im Parallel. Ganz genau. Und nächsten Mal geht von der Produktivität einfach wieder hoch, dann geht vielleicht deine innere Reflexion wieder runter. Und ich glaube, dieses, das eine bedingt das andere. Es ist ja nicht nur eine Welle, die wir haben. Wir haben ja verschiedene Wellen, auch wenn wir unseren Biorhythmus angucken. Ne? Der ist ja einfach so gegeben. Es gibt Hochzeiten emotional, tiefere Zeiten, ruhigere Zeiten emotional, genauso am Tag. Wann ist da eine bestimmte Zeit für bestimmte Aufgaben, das ist ja eine Sache, mit der ich in meinen Online-Werkstätten ganz viel arbeite, krieg für dich raus, wann du wie funktionierst, weil das ist ein Wissen, was dir dann eben auch dieses Vertrauen gibt, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn du das für dich, dir mal Zeit nimmst, das genau anzugucken, mal zu beobachten, wie du meintest, wenn du dein Leben mal anguckst, erkennst du das ganz genau, so funktioniert das. Das ist, was die Zeit dir bringt. Alleine, während wir hier uns unterhalten haben, allein diese Minuten, die du gebraucht hast, mal zu gucken, hat dir nochmal so ein Vertrauen gegeben, ja, eigentlich stimmt. Genau dafür ist es gut. Und das ist kein Ausnahmezustand, das ist das Leben. Also das ist dieses organische Wachsen, ja, dieses Ein- und Ausatmen und darauf irgendwann nicht nur zu vertrauen, sondern es zu nutzen, es ganz bewusst zu nutzen, sagen, da bin ich gerade. Und auch selbst der Moment der Angst, des Verlorenseins gehört auch dazu, darf auch sein. Ah, dann ist jetzt vielleicht einfach nur der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, ich kriege nie was hin, ich bin verloren, ja. Ich habe keine Ahnung. Ah, da sind wir gerade. Okay, check. Und weiter geht's, ja. Und das, was du ansprichst, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja, Jester, aber was du ansprichst gerade, ist, was ich nenne, die ultimative Freiheit im Leben und im Business. Und zwar, das heißt, nicht zu erwarten, dass alles immer hinaufgeht, sondern zu wissen, ja, diese unsichere Zeiten kommen, diese ängstliche Zeiten kommen und sie gehen genauso wie die Sonne morgen aufgeht, auch wieder weg. Und ja. Du kommst wieder in die Ruhe und die Klarheit wieder. Und das ist ein stetiger Prozess. Und wenn du beginnst im Inneren, und das ist der Weg, auf dem ich mich befinde, ich bin noch nicht dort, Jester, ich bin noch nicht dort. Aber du hast ja noch ein Leben vor dir. Ich habe noch Zeit, hoffentlich. My grandmother would say, Lord's willing, ja. Yeah? Spruch. Und das, wenn ich weiß, wenn ich dort ankomme, zu sagen, ist es mir egal, ob ich gerade im Flow gefühlt bin oder in Angst bin, das ist Freiheit. Wenn ich das nicht bewerte, oder das ist das Ding. Ja, und das ist ja, was dieses Vertrauen ist, diesen Druck rausnehmen. Ne? Also wenn mir wurscht ist, ich bin gerade passiert viel, oh, gerade mache ich viel, gerade möchte ich nur auf dem Sofa liegen, das ist wichtig. Also ne, auch diese Zeiten der Prokrastination, alle großen Denker, Wissenschaftler, Dichter sind immer große gewesen, die Tür zugemacht haben, sich aufs Sofa gelegt haben und nichts gemacht haben, weil sie wussten, diese Zeiten sind mit die wichtigsten in ihrem Prozess.
Und im Business sollten wir uns das einfach auch mal mit klauen. Ja? Also dieses Vertrauen darin, es kommt schon, jegliches hat seine Zeit. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist dagegen zu arbeiten, dich mit Disziplin und Schweinehund kämpfen und wo rein zu drängen. Ja. Manchmal muss es sein. Es gibt Dinge, ja, die müssen wir tun, egal ob wir wollen oder nicht. Wenn dein Kind nachts irgendwie krank ist, musst du aufstehen, auch wenn dein Biorhythmus dir sagt, schlafen. Ja, aber die meisten Sachen müssen wir nicht. Die meisten Sachen sind keine Leben- oder Todsachen, sondern wir haben einfach das Gefühl, so muss man und uns fehlt das Vertrauen. Das kann man aber trainieren und wachsen lassen, das Vertrauen. Ja, das kommt. Super schön, super schön. Jessa, ich fand das Gespräch so herzerwärmend und schön heute. Jedenfalls. Vielen Dank. Du hast gerade etwas, was demnächst beginnt. Ja. Genau. Nämlich ein intuitives Zeitmanagement. Magst du ein paar Worte darüber verlieren? Ja, ein paar. Wir können es gerne auch einlinken, aber es ist ein 12 Wochen Online-Werkstatt zum intuitiven Zeitmanagement. Also nicht einfach ein Kurs, wo du nur Infos, Impulse, Arbeitsblätter kriegst. Das passiert auch, die ersten 7 Module. Aber es geht wirklich darum, nicht noch mehr Methoden und Infos für dich zu finden und sagen, ja, irgendwann mache ich das mal. Die letzten 5 Wochen, das sind 30 Tage Experimentzeit für dich drin, wo du wirklich was anwendest, einen ersten klaren Schritt für dich gehst, auf deine Art und Weise zu arbeiten, was ich intuitives Zeitmanagement nenne, aber für dich wirklich ranzukommen, dir einen ersten Schritt zusammen zu MacGyvern und das eben auch mit Begleitung von mir, 1:1 Coaching gibt es 2-mal, als natürlich auch in der Gruppe. Am 27. November geht's los. Sehr gut. So. Und du hast die Frühbucherphase noch bis zum 15. November notiert. Genau. Wir werden direkt den Link zu dem Programm. Intuitives Zeitmanagement heißt das Programm. Gell? Das Programm heißt der Zeitreichtum in deinem Business. Ah, der Zeitreichtum in deinem Business. Ein noch viel schönerer Name, als ich mir gerade ausgedacht habe. wir posten den Link unterhalb des Videos. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mir und uns Slow Business erklärt hast. Und ich kann nur da mit einhergehen. Ich bin dafür für Slow Business, wenn das ist. Genau, wunderbar. Euch auch. Liebsten Dank. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.